Mei, du, da habe ich das Zwetschgenpfeifer jetzt zugeschaut von Fierswaschen. Das ja. War eine Garte, ja. Da hat sie so wie geschaut, so die Fies nach und da hat sich so grippelt, ne? Und dann sagt sie, mein Gott, nein, sagt sie. Und heute nichts dazwischen, Kind, könnt ihr mal beieinander liegen. Ja, weißt, der Huber sagt zu seiner Frau, sogar, du weißt, jetzt ist große Mode, gesunde Untersuchung. Ja. Und da musst natürlich du auch gleich gehen. Ja, und so ist sie gleich zum Doktor hingegangen und zum Frauenarzt. Und er hat es gleich gesagt, zieh ich die aus. Und jetzt hat er es gleich angeschaut. Er sagt, sie haben ja eine herrliche Figur. Die Brust ist einmalig. Ne? Und auch so der Körper hinunter. Und die Schenkel, muss sagen, Schenkel großartig. Und sonst weiter hat er nichts gesagt. Und so ist sie wieder heimgekommen zu ihrem Mann. Und wie sie heimkommt, sagt er, na, was hat der Doktor gesagt? Ja, der Doktor hat weiters nicht viel gesagt. Er hat nur gesagt, ich habe eine schöne Brust, eine wunderbare Figur und einen schönen Schenkel. Ja. Und dann war er natürlich schon verärgert, weil sowas sagt mir einmal nicht. Ne? Und dann hat er schon gesagt, und von Arschloch hat er nichts gesagt. Nein, hat sie gesagt, von dir hat er gar nichts erwähnt.